Was geht ab, Leute? Ich darf euch wieder begrüßen zu Teil Nummer. Oh, das ist jetzt blöd. Keine Ahnung, wie viele Teile das ist. Zumindest der zweite Teil in meiner Aufnahmesession, das weiß ich zumindest. Und wir machen weiter mit unseren schönen Quest. Und zwar haben wir als nächstes. Welche machen wir als nächstes? Der ist mir zu weit weg. Wo ist der? In Hoppingen. Der ist ganz woanders. Eieiei, wo sind denn die ganzen Quests bitte? Aber wo sind mit dem jetzt hier eigentlich? Was ist das denn? Was ist mit dem Quest? In Zellondim unten. Da muss ich wieder runter nach Zellondim. Ja, es war blöd, dass ich vorher einen Wegepunkt in Zellondim hatte. Markstein, Entschuldigung. Ja, komm, unter. Zum ersten Mal, als ich reite. Sollte man relativ flott dann unten sein, normalerweise. Und dann können wir weitermachen mit dem Prolog, der für Level 7 ist. Und wir sind schon Level 10, also das habe ich ein bisschen vernachlässigt. Was natürlich gar nicht gut ist. Aber jetzt sollte man dann langsam unten sein. So, da sind wir freudig zurück hier in Zellondim. Jetzt muss ich mir wieder gescheit hinsetzen hier. Ein bisschen komisch hier rumhängen. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ich grüße euch. Etwas Neues. Schneller Bogen. Wo ist der jetzt hin, der schnelle Bogen? Mein Herz kann heute nichts. Okay, schön. Was soll das heißen? Pamprecht behauptet, mein Sohn wäre noch am Leben. Avortal wurde nicht ermordet. Mein Herz will das ja glauben, aber den Worten eines Billwisses trauen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, warum er euch dies sagen sollte, wenn es nicht wahr wäre. Aber wenn Avortal noch am Leben ist, dann verheißt seine Gefangennahme nichts Gutes. Ich fürchte, er wird die Gefangenschaft bei diesen verstoßenen Zwergen nicht lange überleben. Sie sind kein Deut besser als Billwisse. Erlaubt mir, euch Schicksal. Mein Leid zu klagen. Wir sollen mit Dorongur Weißdorn sprechen. Der ist jetzt da oben wieder. Ernsthaft? Egal, wir können ja noch einen Quest abgeben. Oder annehmen. Dann machen wir das noch davor und dann können wir uns mit dem Markstein zurückporten, damit das alles ein bisschen schneller geht. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Ja, ja. Wo ist der Brega? Die tue ich jetzt mal raus, weil die vom Festival will ich jetzt nicht machen. So. Okay, die sind beide wieder da oben. Dann gehen wir da gleich mal zurück. Hast du Backlick bestellt? Jo. Der war ja Hacking. Also, ich bin gerade unterwegs. Okay, gut. Wahrscheinlich natürlich gut. Okay. Genau, passt. Ja.
So, und dann sind wir jetzt wieder zurück im wunderschönen. Im wunderschönen Douillon. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Was gibt's? Selbstverständlich, wir sollen das Hügelgrab nach dem zersprochenen Schwert durchsuchen. Das machen wir doch gern, weil wir auch schon einen anderen Quest haben, praktischerweise. Und kommen jetzt zu dir. Hört meine Worte. Wir sollen seinen Brief wohin bringen, nach Geifeln. Das ist da oben. Ja, würde ich sagen, dann machen wir jetzt für die Folge noch die zwei Quests, die wir hier unten haben. Und das wäre es dann für die heutige Folge. Das wird dann ganz gut passen. Autsch. Okay. Wir haben jetzt wieder einen netten Laufweg vor uns. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann, wenn wir uns da unten befinden und machen weiter mit Jackson. So, und dann glaube ich, müssen wir jetzt einfach nur noch hier rauf und dann sind wir da. Was haben wir jetzt hier? Tat verliehen. Okay, cool. Dann gehen wir jetzt. Oh! Habe ich jetzt nicht beachtet. Oh. Okay, wir sind in Dollring West. Das sind zwei, wie unnötig. Aber die sollten ja auch kein Problem sein. Es ist aber echt witzig, dass ich es bisher echt geschafft habe, noch bei keinem einzigen meiner zwei Charaktere zu sterben. Normalerweise ratzt man doch in seinem MMOs immer ziemlich flink ab, aber nicht so. Soll ich wahrscheinlich jetzt nicht hier so heraufbeschwören, weil dann zerlegt es mir jetzt wahrscheinlich noch in der Folge wahrscheinlich noch. Das wäre wieder so typisch dann. Bleibst du da? So ist brav. Ach, ich hab mich festgenetzt. Was muss ich jetzt hier eigentlich machen? Grund zur Sorge und was verloren war. Untersuche das Hügelgrab nach dem zerbrochenen Schwert und besieg Durglub. Ach du Depp. Komm, lass bleiben. Bringt doch eh nichts. Wahrscheinlich bin ich hier total falsch. Das wäre so typisch. Ah, da ist wahrscheinlich das Schwert drunter. Schön. Dann müssen wir uns nur noch Durglub töten. Dann schauen wir mal, ob das geht mit Slash Ziel Durglub. Slash Target Durglub. Da ist er ja.
Wollte gar nicht lange suchen. Aua! Hat einen coolen Helm auf. Ja, jetzt hätte es mich fast zerlegt. Jetzt wäre es wieder passend gewesen. Jetzt habe ich gerade wie so ein Blöder meine Tränke gesucht. So, haben wir die zwei Quests fertig, dann gehen wir die noch ab. Und dann wären wir mit dieser Folge auch schon wieder fertig. Dann sehen wir uns dann, würde ich sagen, gleich wieder, wenn ich zurück bin in Dominion. Bis dann. Und da sind wir wieder zurück im wunderschönen Dominion und geben uns jetzt zwei Quests ab und könnten eventuell sogar Level abkommen, oder? Darf nur ein Ohr anlegen wahrscheinlich, oder? Oder? Oder doch zwei? Wunderbar. Und der andere Quest ist da. Da oben rum. Warte mal noch weiter. Auf der rechten Seite. Das ist jetzt was knapp geworden. Erlaubt mir, euch mein Leid zu klagen. Mein Herz kann heute nicht singen. Würde wunderbar, und wir kommen sogar Level ab. Boom! Okay, wunderbar. Dann werden wir wieder durch für diese Folge vom Herr der Ringe Online Let's Play. Ich danke dafür, dass ihr dabei wart. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder oder bei einem anderen Format auf meinem Kanal. Bis dahin wünsche ich euch einen restlichen schönen Tag und sage, pfitz euch, ciao und servus.